Was geht ab und willkommen zu einer weiteren Folge von DevPro. Den letzten Part konnte ich, nochmal von vorne, also, ich habe eine weitere Folge aufgenommen nach dem letzten Part, aber, das war so schnell vorbei, die ging irgendwie nur 2-3 Minuten und deswegen, ich glaube nicht, dass ich das dann veröffentlichen werde. Ich spiele ja mit einem Toon-Deck, also so eine Mischung, ja nicht eine Mischung, also quasi wie so ein Deck von Pegasus aus dem Anime, aber dann quasi so ein bisschen erweitert von mir. Zum Beispiel hier strahlende Spiegelkraft und so. Ja, wollen wir doch mal sehen. Okay, ich beschwöre dann mal die Thun-Elfen-Zwillinge. Die haben einen ganz fiesen Effekt. Immer wenn ich denen irgendwie Kampfschaden zufüge, muss der eine zufällige Karte wegwerfen. Oh, ja, vergiss es. Dover Würfel. Ja. Okay. Dann beschwöre ich den Thun... Goblin-Angriffstrupp. Kann der an... Ne, der kann nicht angreifen. Der kann nämlich nicht angreifen, weil er gerade eben best beschworen wurde. Finde ich schade. Also... Ich habe schon mehrmals mit diesem Deck gegen den gekämpft. Und eigentlich größtenteils immer gewonnen, weil das einfach so unfair ist zum Teil. Hängt halt immer ganz davon ab, welche Karten der zieht. Zum Beispiel, so eine Karte ist einfach blöd. Ja. Ich setze die Karte mal schon mal verdeckt und beschwöre noch einen von denen. So, und sein erstes Monster ist weg. Der geht automatisch in den Verteidigungsmodus. Ist halt so. Ich hoffe, langsam kommt mal wieder eine Thun-Welt. Ich brauche die. Oder irgendwie sowas, was ich gebrauchen kann. Naja, das jetzt nicht. Den hier könnte ich beschwören. Kann ich wenigstens eine Karte ziehen, wenn der Kampfschaden verursacht. Kann ich eigentlich schon mit dem wieder in den Angriffsmodus? Nee, kann ich nicht. Verdammt. Das ist gerade ein bisschen doof. Wenn der jetzt angreift oder so, würde ich mich nicht so freuen. Aber... Aha, Space Mambo. Das ist jetzt erstmal ein paar Karten verdeckt. Also, was ich glaube, ist, das ist eigentlich nur so eine Verzweiflungstat. Der will mich einschüchtern, ist meine Vermutung. Dann greife ich mal an, sage ich doch, zack. Und dann darf ich sogar eine Karte ziehen, oder? Ist das der? Ja, das ist der. Ja, dann lass mich mal. Ja. Göttlicher Zorn, komm. Doch nicht. Schade. Ah, cool, Spiegelkraft. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Also wir spielen jetzt hier mit 16.000 Punkten, das habe ich glaube ich vergessen zu sagen. Weil einfach, das geht wirklich sonst viel zu schnell vorbei, wie schon gesagt. 2-3 Minuten hat mein letztes Duell mit dem gedauert. Das ist nicht so toll. Ah, den kenne ich. So, dann greife ich mal an. Zack. Zack. So. Ah, cool, Jigen Bagudan. Der ist auch toll, der Typ. Den mag ich gerne. So. Der ist aber auch so eine Notfallkarte, sage ich jetzt mal. Dass wenn man wirklich... nicht an seiner Verteidigung vorbeikommt oder so, dem trotzdem irgendwie Lebenspunkte abziehen will. Der greift mich nicht an. Selbst wenn der ist dann weg, das würde ich sogar... Ja, der... Spiegelkraft! Du wirst meine Monster nicht zerstören! Oh nein! Ich kann nicht angreifen, ich will aber angreifen. Höllenwesen-Puppe!
Ich gehe mal so ein bisschen in den Angriffsmodus, damit er nicht aufmuckt. Weil 0 Verteidigungspunkte sind dann so ein bisschen wenig. So ein bisschen wenig. Also gar nichts ist generell wenig. Das kommt nicht gut. Das kommt wirklich nicht gut. So. Manga-Rührern. Würde ich gerne beschwören, aber ich glaube, dafür brauche ich... Ja, da muss ich Thunwild haben. Glaube ich. Ja, brauche ich Thunwild für. Da brauche ich auch Thunwild für. Ich brauche für alle hier Thunwild. Mann. Ich brauche langsam Thunwild wieder. Mann, ich habe 3 Stück oder so davon im Deck. Einfach nur damit, wenn eine kaputt geht, die anderen nicht aufmucken. Den setze ich mal verdeckt. Mit dem in den Angriffsmodus und los geht's. Nicht, weil ich nicht angreifen kann. Ah. Jetzt kann ich aber gleich angreifen. Gleich geht es los. Dann werden meine Mods downgezügelt auf seine Lebenspunkte gehen. Und ihn aufmucken. Oh. Ja, ich sag dazu gar nichts. Ich sag dazu gar nichts. Nein! Nein! Wieso machst du das? Das kann doch nicht wahr sein. Mach doch nicht so einen Kack. Aktivierte ein eiskalt Spiegelkraft, während ich 5 Monster auf dem Spielfeld habe. Aber meine Tod. Wieso macht er das? Ah, cool, eine Karte. Na, du willst, ich muss gleich so viele Karten wegwerfen, weil ich nur 3 Karten haben darf. Oh nein. Komm, Thunwild. Ja, das meine ich jetzt nicht. Das ist nicht Thunwild. Das ist definitiv nicht Thunwild. Den kann ich beschwören. Die Karte setze ich. Den in den Angriffsmodus. Dann greife ich an. Ja, natürlich. Oh nein, jetzt muss ich 3 Karten abwerfen. Oh, verdammt. Welche werfe ich ab? Ich weiß es nicht. Ich mache den und die. Bin ich jetzt nicht sicher, das wird sonst zu lange dauern, mich zu entscheiden. Ich habe mich jetzt einfach eiskalt entschieden. Was machst du da? Hier, das ganz alles gemacht. Ja, du mich auch. Oh nein, was holt der sich denn für Kackkarten wieder? Warum macht der das? Nein. Das mag ich nicht. Bitte nicht. Brauche ich diese Karten? Den brauche ich auf jeden Fall. Nee, nie im Leben nicht. Dann würde ich ja alle diese Karten verbannen. Das mache ich doch nicht. Da bin ich nur blöd. Ich verstehe diese Karte einfach nicht. Die sind irgendwie komisch. Ich verbanne alle diese Karten und darf dann... Ja, so lange ziehen, bis ich 2 in der Hand habe. Das heißt maximal 2. Das ist doch einfach asozial. Ich verstehe die einfach nicht, die Karte. Die kommt weg, die brauche ich nicht. Ich glaube, im nächsten Zug hau ich Jigen Bagudan raus. Boah, cool, der ist toll. Den setze ich mal in den Verteidigungsmodus. Ich warte jetzt nur darauf, dass er irgendwie ein ganz tolles Monster beschwört. Oh, cool, Manio, der 10.000 Hände. Was war das nochmal? Aha. Boah, cool, ach ja. Ich weiß nicht, soll ich... Ich guck mal. Ja. Welche hole ich mir? Ja. Manio, der 10.000 Hände. Gebe mir einen... Oh nein. Meh. Nein, das darf jetzt nicht sein. Das darfst du nicht tun. Oh nein. Ich habe schon so ein Gefühl, welches Monster gleich kommen wird, aber ich lasse mich mal überraschen. Ja. Aha. Ja. Nee, das wusste ich nicht. Damit habe ich nicht gerechnet. Nein. Aber dafür habe ich ja den da.
dunkeläugiger Illusionist. Du kannst nicht angreifen, du Dödel. Ach ja, der ist ja auch noch da, Mann. Alter, ich brauche eine Thunwelt. Jetzt! Nein! Nicht der! Nein! Ich brauche sofort eine Thunwelt. Oder das geht auch. Das ist gut. Das ist ausgezeichnet. Thunwelt. Jetzt. Gut. Mag ich. Aktivieren. Spezialbeschwören. Dann brauche ich den nicht und den nicht. Zack. Wiedergeburt. Hole ich wieder die Elfenzwillinge, damit er ja keine Karten auf der Hand hat. Aktiviere ich Palast des Glanzes oder Glanzpalast auf ihn. Der bekommt erstmal 700 Punkte. So, und jetzt geht's nicht los, aus irgendeinem Grund. Wieso kann die nicht angreifen? Hä? Die können auch direkt angreifen, also ich muss den ja nicht angreifen. Also wieso kann ich nicht angreifen? Bei der verstehe ich das ja noch. Die kann nicht in dem Zug angreifen, an dem die beschworen wurde. Aber der? Hä? Hä? Ach so, steht da auch. Okay, dann ist ja gut. Dann müsste er jetzt angreifen können. Rein theoretisch, ja. Perfekt. Ja, los, mach was. Spiegelkraft, komm, hau rein. Dann eben nicht. Dann greife ich dich an mit der Karte. Flonk. Und die Karte ist weg. Ah. Krötenmeister. Ein Einsiedlerfrosch, der bereits einige tausend Jahre alt ist und mit Kaulquappen angreift. Ja. Ich greife auch hobbymäßig immer mit Kaulquappen an. Das ist echt super. Mach ich immer. Freue mich auch immer, wenn ich mit Kaulquappen... Oh nein. Aber das geht ja noch. Das geht nicht. Das mag ich nicht. Okay. Ach, ich habe ja noch so eine Karte. Stimmt ja. Da wird er ja noch stärker. Wie geil ist das denn? Warum kann ich eigentlich nicht... Hä? Gute Frage. Wieso kann der nicht angreifen? Ich glaube wegen dem Effekt, oder? Ja. Weil du den Effekt aktivierst. So rum. Zack. Jigen Bagudan. Direkt angreifen. So, und wenn er jetzt bis nächsten Zug jetzt den dann nicht weghaut. Ja. Rechtschreibung, Digga. Hier, lern das mal. Jetzt hau das uns. Okay, gut. Der hat verloren. Der hätte den weghauen müssen. Obwohl, dann hätte er auch verloren. Flonk. Oh, nein! Wieso? Nein! Verdammt. Das ist nicht gut. Ich aktiviere mal Tunnelwaldzeichen. Das ist jetzt meine letzte Hoffnung. Ich hole die Elfenzwillinge. Ich beschwöre die Elfenzwillinge. Die können diesen Zug noch nicht angreifen. Oh, das wird jetzt knapp. Jetzt mach keinen Kack, Digga. Mach keinen Kack. Das wird jetzt extrem knapp. Oh, Digga, mach keinen Kack. Das ist dumm. Das ist nicht dumm. Verdammt. Verdammt, nein. Die kann ich nicht aktivieren, die will ich nicht aktivieren, das bringt mir nichts. Dafür hole ich die wieder. Ich hole ihn wieder. Und die wieder. Ich brauche jetzt mal ein Monster, gut. Nein, ein gutes Monster meine ich natürlich. Mann. Ich aktiviere mal das Ding. Hau die Thunwelt weg. Beschwöre Doma. Ich hoffe, dass der jetzt keinen Kack macht. Oh nein, der kann angreifen. Mich direkt angreifen. Dann habe ich verloren.
Wenn er mich jetzt direkt angreift, habe ich verloren. Wenn er mich jetzt... Oh nein, mach das nicht. Nein! Nein, 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 nein. Ja, ja, das war's für den Part hier. Wäre nett, wenn ihr den bewerten könntet. Wie immer. Ein Abo wäre auch nicht schlecht. Und eine Empfehlung. Weil ich doch einer der besten und professionellsten YouTuber der Welt bin. Ich sagte einer der, nicht der. Also, noch nicht. Also dann bis zum nächsten Part.